Kopfgelder in One Piece sind immer ein spannendes Thema, über das man ausgiebig diskutieren kann. Im heutigen Podcast sprechen ich und der gute Myrolox über die spannendsten Charaktere mit noch unbekannten Kopfgeldern. Des Weiteren besprechen wir natürlich auch deren Stärken und natürlich auch mögliche Auftritte in der Zukunft. Leute, lehnt euch zurück, ist ein langes Ding. Los geht's! Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen sehr knackigen Podcast, denn ich bin nicht alleine da, der gute Myrolox ist auch am Start. Yes, hier bin ich, Leute. Und wir reden heute über Kopfgelder, nicht über irgendwelche Kopfgelder, sondern über unbekannte Kopfgelder, die wir bald von Oda irgendwann mal um die Ohren gehauen bekommen müssen. Diese Kopfgelder, die sind wirklich von diesen spannenden Charakteren, wo wir uns immer mal gefragt haben, hey, wann ist es endlich so weiter? Charakter, die wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten schon eine Story haben, die halt wirklich bezüglich ihren Kopfgeldern mal bedeckt werden. Und ich würde sagen, Myrolox, ich gebe dir direkt mal das Zepter in die Hand. Nämlich gehen wir zum ersten Charakter. Und das ist Rayleigh. Was glaubst du, wird dieser Dude für ein Kopfgeld haben? Ja, also bei Rayleigh ist natürlich schon direkt ein sehr, sehr guter Ansatz. Und ich finde, eigentlich kann man Rayleigh auch zumindest in eine ungefähre Kategorie schieben, weil wir wissen natürlich, Roger hatte das höchste Kopfgeld aller Zeiten. Der Marinesoldat, der damals die Kopfgelder so ein bisschen kommentiert hat, hat ja gesagt, dass Whitebeard und Roger die zwei Piraten mit dem höchsten Kopfgeld alleine waren. Und für mich ist dann auch klar, dass Rogers Vizekapitän das höchste Kopfgeld aller Vizekapitäne haben muss. Jetzt kann man natürlich nur kurz überlegen, bei den Kaisern, wie sieht's da aus? Klar, man hat mit Katakuri einen Ansatz. Queen mit 1,32 Milliarden. King muss nochmal ein bisschen höher sein. Und Rayleigh müsste für mich auch nochmal darüber stehen. Das heißt, ich habe jetzt mal bei Rayleigh hingeschrieben, 2 bis 2,5 Milliarden Berry als Kopfgeld, was so für mich eine ungefähre Orientierung ist, in welcher Kategorie er spielen muss, weil er ist nun mal der Vizekapitän des Königs der Piraten. Der Mann hat quasi alle Infos, die man haben kann, und von daher sollte er für mich schon in einer derartigen Dimension spielen, auch wenn dieses Kopfgeld unter gewissen Umständen sogar höher wäre als das aktuelle von Blackbeard, aber ich finde es trotzdem gerechtfertigt. Also ich habe da sogar noch eine ganze Milliarde oben drauf gepackt, so zwischen 3,3 bis 3,5 Milliarden, weil Rayleigh als dunkler König gerade auch einer derjenige ist, der dieser Geheimnisträger schlechthin ist, der natürlich über diese komplette Geschichte Bescheid weiß etc., der da natürlich jetzt im Nachhinein auch die Strohhüte gerettet hat und so weiter. Und Rayleigh ist halt ein Charakter, den schätze ich auch von der Stärke bei weitem stärker als Katakuri oder auch wahrscheinlich auch King ein. Also ich denke, da spielt so einiges mit rein, selbstverständlich mit am meisten dieses geheime Wissen über die Weltregierung. Die Weltregierung wird sehr wahrscheinlich wissen, gerade nachdem Kizaru diese Gerüchte bestätigt hat, dass Rayleigh auf dem Sabaody-Archipel noch am Start ist, ja, dass Rayleigh natürlich dieses Wissen hat. Umso deutlicher, denke ich, dürfte das Kopfgeld auch ausfallen. Ich denke auch gerade bei Ruffy und Co. wird es, nachdem die Kaiser besiegt haben, einen Anstieg geben, aber dann, wenn sie halt das Geheimnis, das One Piece gefunden haben in der Tat, dass es da nochmal einen dicken Bonus gibt. Und ich denke, dieser dicke Bonus, der unterscheidet so Rayleigh ein bisschen von Katakuri oder den anderen Vize-Leuten von den Kaisern. Und deswegen denke ich so, bei 3,3 bis 3,5, vielleicht bis 4 Milliarden, man weiß es natürlich nicht. Man hat natürlich noch nicht die ganze Stärke von Rayleigh wirklich zur Schau stellen können, zumal er natürlich jetzt auch ein bisschen älter ist. Ich denke, in seiner Primetime wird er schon ziemlich heftig gewesen sein. Deswegen denke ich, ist so bis zu 4 Milliarden, denke ich, also 3 bis 4 Milliarden, da ist eigentlich so alles drin, was Rayleigh angeht. Ich denke, ob wir das jetzt nochmal irgendwann. Wann glaubst du, wird das revealed? Also, wann schätzt du, wird dieses Kopfgeld mal gedroppt? Boah, also man könnte bei allen Charakteren, die jetzt in der Liste kommen, einen guten Moment, sage ich mal, rauspicken. Aber bei Rayleigh ist es, glaube ich, mit am schwierigsten, weil es ist halt schwierig, ein Kopfgeld zu zeigen, wenn es nicht mehr aktiv in Verbindung steht. Und Rayleigh hat ja eigentlich nicht mehr das Interesse, sich irgendwie aufs Schlachtfeld zu begeben oder so. Aber gut, ne, ich meine, du hast natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wenn da jetzt auf einmal doch irgendwas passiert, was ihn irgendwie dazu bringt, nochmal kurz einzugreifen, dann kann man, wie das halt so ist, ne, dann schreien da ein paar Marinesoldaten rum, ah, der dunkle König, zack, zack, und auf einmal hast du da ein Panel mit einem Kopfgeld stehen. Aber rein aus der Erzählung heraus, dass jetzt irgendjemand sagt, okay, Rayleigh hatte ein Kopfgeld von so und so viel, glaube ich fast nicht. Also, nee, glaubst du nicht. Also ich denke, wenn das Kopfgeld revealed wird, entweder in Verbindung mit Boa Hancock, die vielleicht gefangen genommen wurde, weil wir hatten ja Rayleigh, der ja anderthalb Jahre dort mit Ruffy trainiert hat, da auf dieser Nachbar,
Das war genau die Insel oder die Nachbarinsel, ich glaube eine Nachbarinsel war das, ja. Und Oda halt natürlich ganz zum Schluss, ja, da hat Eiichiro Oda natürlich in diesem finalen Krieg natürlich nochmal ganz, ganz viel Puder, ja, was ja, er verschießen klar. kann. Ja, ja. Und dass man da natürlich irgendwie da durchgeht. Ich denke, es wäre, glaube ich, ein sehr satisfying Moment, wenn man einfach sieht, was für ein Kopfgeld dieser Typ hat. Ich meine, Oda weiß, glaube ich, ganz genau, dass wir alle drauf stehen, ja. Wir geiern alle nach Kopfgelder. Aber das, ja. Ja, also das Ding ist zum Beispiel fürs Finale, also für den finalen Krieg, sagen wir mal, wir sind wirklich am Ultimate Spot. Ruffy hat zum Beispiel sein finales Kopfgeld erreicht, sagen wir mal. Und dann wird ja vermutlich auch voraussichtlich Zoro sein finales Kopfgeld irgendwie erreicht haben. Mhm. Und nach dem finalen Krieg wird es wahrscheinlich sowas wie ein Kopfgeldsystem gar nicht mehr geben. Und wenn jetzt das finale Kopfgeld von Zoro irgendwie ein bisschen über Rayleigh wäre, dann könnte man das ja auch irgendwie verpacken, dass irgendjemand sagt, ah, guck mal, der Vizekapitän der Strohhüte hat sogar ein höheres Kopfgeld als der damalige Vizekapitän des Königs der Piraten oder so. So könnte man es auch verpacken. One Piece lebt ja auch von diesen ganzen Parallelen und so, ne? Das ist ja eigentlich immer ganz spannend. Aber ja, Leute, Rayleigh, sehr interessanter Charakter. Eure Schätzung dazu natürlich auch in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hüpfen direkt zum nächsten Charakter und das ist Sabo, ja, und Sabo, der hat ja aktuell ein Kopfgeld von 602 Millionen und dieses Kopfgeld wird vermutlich jetzt erstmal dick gestrichen sein und das wird deftig angehoben werden, denn Sabo, dem hat man höchstwahrscheinlich, wir wissen natürlich nicht genau die Details, aber Sabo scheint in der Verbindung mit einer angeblich schrecklichen Straftat oder Tat, wie auch immer, zu stehen, denn die Weltregierung beschuldigt ihn wahrscheinlich mit irgendetwas, mit einem Mord oder sowas in der Art, bezüglich des hier Nefeltari-Königreich bzw. Alabaster-Königreichs. Und 602, ich denke, generell dieses Kopfgeld, das er ja schon vor der Feuerfrucht hatte, war ja dann schon im verhältnismäßig zu wenig, muss ich ganz klar sagen. Allein die Feuerfrucht gibt ihm natürlich schon mal so einen dicken Boost, aber jetzt natürlich mit dieser News, was schätzt du, könnte da wirklich jetzt schlussendlich rumkommen? Ja, da gibt er mir den Hut rüber, Ja. Ja, also das Ding ist, ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen blenden lassen dadurch, dass ich auch 602 Millionen schon zu wenig fand, weil klar, die Feuerfrucht gibt einen Boost, safe, und auch alleine der Faktor, dass es die Frucht von Podcast The Ace ist, der Sohn von Roger war und so weiter und so fort, aber 602 Millionen sind halt die Sache, weil er war ja trotzdem die zweite Nummer bei den Revos, so, weißt du, und deswegen... Wenn du da nur 602 Millionen hast, dann dürfte der Boost eigentlich nicht zu krass ausfallen. Aber gerade die News mit seiner Straftat könnten eine Menge ausmachen, um natürlich so ein Zeichen zu setzen, was passiert, wenn man sich gegen ein Königreich wendet oder gegen einen König, der in dieser Verbindung steht mit Mary Jo bzw. mit der Weltregierung. Ich habe jetzt einfach mal glatt 2 Milliarden aufgeschrieben. Ja, eigentlich. Ja, also, ja. Also eigentlich für mich, finde ich, der Position nach müsste sein Kopfgeld sogar höher sein, weil die Bedrohung für die Weltregierung irgendwie, also theoretisch könnte man auch 3 Millionen rechtfertigen, alleine der Person nach wegen, nicht mal unbedingt der Stärke wegen, aber weil 602 Millionen schon damals so niedrig war, habe ich jetzt mal nicht höher gepokert als 2 Milliarden, es könnten auch zum Beispiel 1,5 Milliarden sein, es würde mich auch nicht wundern. Ja, also ich habe auch so 1,5 bis 2 Milliarden drauf oder hier aufgeschrieben. Es ist natürlich so, einerseits, Sabo ist ja noch relativ jung, ja, er ist ja der Stabschef, die rechte Hand von Dragon. Auch wenn er so jung ist, ist das vermutlich so ein Grund, warum das Kopfgeld anfangs so ein bisschen niedriger angesetzt war mit 602. Ja, in Anführungsstrichen niedriger, ist natürlich schon ordentlich. Dann natürlich die Info, dass Sabo der Bruder von Ruffy ist. Ja, das hat Sabo ja Fujitora gesagt, ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwo weiter durchgesickert. Dann natürlich, Sabo hat die Feuerfrucht, Ace, die Verbindung dazu ist natürlich unglaublich. Und wenn wir uns mal Haki-technisch Sabo ansehen, er wird das Ryo-Haki haben, das haben wir auf Dressrosa gesehen. Er hatte den Ring oder generell die Arena zerstört, das wird damit etwas zu tun haben. Es kann natürlich auch eine andere Drachentechnik sein, es heißt quasi Ryo, also er nennt es ja natürlich auch so. Deswegen Haki-technisch generell von der Stärke her ist Sabo natürlich auch durch diese Feuerfrucht durch die Decke gegangen, ist natürlich ganz klar. Und natürlich durch seine Position gibt es hier jetzt zusätzlich zu dieser angeblichen Tat, die er begangen haben soll, nochmal einen dicken Bonus. Deswegen 1,5 bis 2 Milliarden halte ich hier für sehr wahrscheinlich. Und es ist ja bestätigt, dass Sabo, soweit ich weiß, nicht ganz gefangen genommen wurde. Denn ich meine, soweit ich weiß, war das so, Big News Morgens hat
zumindest stand es so in dieser Zeitung, ja, dass man den Täter noch nicht gefunden hatte. So war das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie handelt die Weltregierung das? Ja, aber ich denke, mit 1,5 bis 2 Milliarden ist man da eigentlich schon ganz gut dran. So, Sabo erst einmal abgehakt. Wir gehen direkt zum nächsten Charakter. Und das ist Boa Hancock, ja. Und Boa Hancock ist ja eine ehemalige Shichibukai. Und da öffnen wir jetzt mal diese Büchse der Pandora, die Shichibukai. Die arbeiten wir jetzt erst einmal ab. Boa Hancock, sie hatte anfangs ja nur läppische 80 Millionen. Ist natürlich dem geschuldet, dass als Shichibukai das Kopfgeld einfach eingefroren wird, ja, und das Kopfgeld dann nicht mehr wirklich viel zu sagen hat. Aber natürlich vom Potenzial ist Boa Hancock ein Charakter, die natürlich viel stärker ist als 80 Millionen. Ja. Das war ja bei Crocodile auch nicht unbedingt anders. Der war ja auch da irgendwo in der Range und mittlerweile sind ja auch einige Jahre vergangen. Boa Hancock ist natürlich ein Charakter, wo man sagen kann, ey, von der Teufelsfrucht her, die ist halt unglaublich stark, gerade in der Kombination, wie sie verwendet wird, ja, mit ihrem Aussehen zum Beispiel, ja, dass die ganzen Leute da verliebt sind und so weiter und dann sich in Stein verwandeln, aber generell, sie hat zum Beispiel, sie tritt Leute und die verwandeln sich dann in Stein und so, also sie hat schon eine ziemlich overpowerte Teufelsfrucht, sie hat das Königshaki, sie wird im Allgemeinen starkes Haki, ja, und ihr Statement, ja, das ist immer noch so in meinen Gedanken, dass sie gesagt hat, dass die ganzen Kuya-Piraten hatten ja Angst, dass die ja jetzt von der Marine angegriffen werden. Ja, aber Hancock war ganz calm und hat gesagt, jo, die wissen ja gar nicht, wir sind ja stark, deswegen sind wir ja Samurai geworden. Deswegen, bei Boa Hancock, ich denke nicht, dass sie über 1 Milliarde kommt, aber ich denke so im Bereich 7 bis 900 Millionen kann man Boa Hancock so einschätzen, das habe ich jetzt so für mich festgelegt. Ist schon eine sehr, sehr dicke Stange, also muss ich ganz klar sagen, 900 Millionen ist vielleicht schon mal so ein zu vieler, 700, 800 Millionen schätze ich für Boa Hancock. Ist definitiv gerechtfertigt. Ich finde es dann übrigens sehr lustig, dass du gesagt hast, Büchse der Pandora, was irgendwie lustig ist, weil diese Insel ja so ein bisschen auf dieses Volk von, also, weißt du, naja. jedenfalls, Kopfgeld, Boa Hancock, ich habe glatt 800 Millionen genommen, weil ich dachte, verzehnfachen ist gut. Aus der Perspektive, sie hatte 80 Millionen, sie hat das Kopfgeld eingefroren bekommen und wir kennen sie ja schon seit der Beginn, also seit des Beginns der Geschichte um die sieben Samurai war sie schon immer da, das heißt, es ist ja auch schon eine ganze Weile eingefroren und verzehnfachen auf 800 Millionen finde ich gerechtfertigt erstmal für das, was sie tut. Es kann natürlich jetzt sein, wenn die, also gehen wir mal von einem unwahrscheinlichen Szenario aus, dass die Marine dort angreift mit der Prämisse, die sieben Samurai auszuschalten oder festzunehmen und Boa Hancock fetzt die komplett alleine weg, dann kann man da natürlich auch nochmal irgendwie Richtung 900 Millionen gehen, aber ich glaube, so 800 Millionen dürften dann realistisch sein. Es wäre jetzt halt zu random, wenn ein Charakter mit der, auch wenn er mit 80 Millionen natürlich viel zu niedrig gelistet ist, aber es wäre jetzt voll random, wenn Boa Hancock damit irgendwie 2,3 Milliarden rauskommen würde oder so. Das wäre dann irgendwie viel zu viel. Deswegen verzehnfachen ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Ja, wobei verzehnfachen hört sich auch schon krass an, ne? Ja. Aber heutzutage 80 Millionen, das ist ja läppisch, das ist ja mittlerweile überhaupt nichts, ja? In der Liga, wo wir uns aktuell wirklich alle aufhalten in der neuen Welt und so, 80 Millionen, das ist ja wirklich absolut gar nichts, das ist ja ein Furz eigentlich. Ja, es kommt natürlich auch drauf an, wie du eben schon sagtest, wie sie jetzt gegen die Marine da performt, ja, Corby und so, das ist ja ein Vizeadmiral, ist ja auch noch da, ja, je nachdem, wer da noch ist, müssen wir abwarten, aber die Kopfgelder wurden ja schon gesettelt und wenn sie die dann besiegt, vielleicht kriegt sie dann nochmal einen Boost oder sowas, aber 1 Milliarde glaube ich nicht, dass Boa Hancock hier knacken wird. So, kommen wir zum nächsten Charakter und der nächste Charakter, der ist Edward Weevil. Der hatte ehemals 480 Millionen, jetzt durch die Aktualisierung haben wir ja dieses große X und hier ist natürlich diese eine sehr interessante Aussage von Kizaru, dass Weevil ja dieser Whitebeard Junior ist, ja auch von der Stärke her. Weevil scheint oder hat eine Teufelsfrucht, ist das bestätigt? Ich meine, ja, ist es bestätigt, dass er eine Teufelsfrucht hat. Und der hat die Divisionskommandanten von Whitebeard ziemlich aufgemischt, sucht aktuell Marco und Weevil, das ist jetzt natürlich die große Frage, aber zuletzt von der Marine wirklich eingekesselt, ob er da rausgekommen ist oder nicht, das wird die Zukunft zeigen, aber bei Weevil schätze ich das genauso wie bei Boa Hancock ein, bezüglich des Endergebnisses. Ich glaube nicht, dass Weevil jetzt 1 Milliarde bekommt. Er hatte schon 480 Millionen, nachdem er das schon alles getan hat, ja, nachdem man sein Potenzial erkannt hat, ja. Und ich meine, Ruffy hat ja, nachdem er Doflamingo zum Beispiel besiegt hat, 500 Millionen bekommen, in Anführungsstrichen nur 500 Millionen. Das ist schon eine ordentliche Summe. Deswegen denke ich, bei Weevil wird eine Verdopplung, denke ich mal, ganz gut tun, weil
er hat ja jetzt nicht großartig was gemacht, was jetzt zum Beispiel eine Verdrei- oder Vierfachung rechtfertigen würde, wie jetzt zum Beispiel Ruffy, der Katakuri und Cracker besiegt hat, der auf Whole Cake Island amok gelaufen ist. Da. Deswegen, ich tue mich da ein bisschen schwer bei Weevil, den über eine Milliarde zu stecken, weil er noch nichts Großartiges geleistet hat. Klar, er hat die Divisionskommandanten besiegt oder einige und ein paar besiegt, aber wir wissen mittlerweile heute selber, dass die nicht alle wirklich unglaublich krass sind. Ne? Also ich schätze, so bei 900 kann man Weevil eigentlich ganz gut ansetzen. Da muss ich sagen, da gehe ich nicht mit d'accord. Also, ich habe was anderes aufgeschrieben. Aber ein bisschen aus dem Hintergrund heraus, also, ja, er hat über 400 Millionen oder 480 Millionen war sein ehemaliges Kopfgeld, aber auch bei Edward Weevil muss das ja eigentlich schon eine ganze Weile eingefroren sein, wenn man das mit der Filmstory und dem zeitlichen Faktor da verknüpft. Das war ja nach einem Timeskip. Also, ja, das war ja, aber wann das Set passiert ist, ist ja quasi die Frage, weißt du? Mit den Armen. Was so, ja auf Edward Weevil zurückzuführen ist. Also das muss ja noch mal ein paar Jahre davor gewesen sein. Und demnach hat er ja damals schon irgendwie eine Präsenz gehabt und da muss ja auch sein Kopfgeld schon eingefroren sein. Ah nee, da war es ja noch nicht eingefroren, er ist ja erst danach Samurai geworden. Genau. Ja, aber es muss ja relativ kurz danach gewesen sein, weil die Organisation musste sich ja erstmal aufbauen. Für meine Verhältnisse war es zumindest so, dass Kizaru ja die Stärke von Weevil extrem gewürdigt hat. Also gesagt hat, dass die mit einem jungen Whitebeard zu vergleichen ist, auch wenn das natürlich ein schwieriger Kontext ist, würde ich aber sagen, dass wenn Weevils Kopfgeld zumindest schon mal eine gute Weile eingefroren ist, dass wir auf jeden Fall jenseits der 1,5 Milliarden gehen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der Richtung 1,5, 1,6 Milliarden spielen wird, weil eine Verdopplung ist auf jeden Fall, finde ich, safe drinne, aber ich könnte mir sogar eine Verdreifachung irgendwie so vorstellen in den Dreh, weil, wie gesagt, für mich müsste Weevils Kopfgeld zumindest schon mal eine gute Weile eingefroren sein und aus dem Standpunkt heraus finde ich, hat Weevil das schon verdient, weil der als Einzelperson so krass ist und ja, ich glaube schon, das könnte in so eine Richtung gehen, wobei natürlich beides zu argumentieren wäre, also man könnte genauso gut sagen, man geht auf eine Verdopplung, weil der entscheidende Aspekt ist ja auch mal so ein bisschen, wie gefährlich ist die Person für die Weltregierung. Edward Weevil ist ja eine einzelne Person, die so ein bisschen durch seine vermeintliche Mutter gelenkt wird, aber zum Beispiel bei Bo Hancock spielt ja auch mit rein, dass sie ein ganzes Volk mit auf einer Insel hinter sich noch hat, weißt du, was sie kommandiert, so. Also, und das steigert ja ihren Wert auch nochmal und das hat ja Weevil gar nicht, deswegen ist vielleicht auch eine Verdopplung gar nicht so schlecht. Was ich bei Weevil und gerade auch mit der Aussage von Kizaru so interessant finde, ist halt, Kizaru überträgt, glaube ich, immer gerne, so, das sagt er zu Ruffy, das hat er so Zorro gesagt, das hat er wirklich zu vielen Charakteren gesagt, dass sie unglaublich krass sind. Ob man jetzt wirklich sagen kann, Weevil ist so stark, wie zum Beispiel jetzt Whitebeard Jr., das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Ja, deswegen sage ich ja, schwieriger Kontext, weil es ja von Kizaru kommt. Er hat definitiv seine Daseinsberechtigung, seine Kraft, aber im Großen und Ganzen muss man natürlich am Ende des Tages abwarten. Klar, das Kopfgeld ist jetzt lange eingefroren, selbst wenn es lange eingefroren war, hat Weevil ja jetzt nicht wirklich was fundamental Krasses geschafft. So, das ist so das, wo ich mich so ein bisschen schwer tue, zu sagen, okay, der kriegt jetzt 1,4. Weil zum Beispiel Ruffy, der musste richtig dafür ackern, ne? Der musste richtige Namen erledigen dafür und auch Kaiser angreifen für so ein Kopfgeld. Und da, ich weiß nicht, ob Weevil den dann einfach so kriegt. Es ist schwierig. Wobei man aber auch sagen muss, was wieder so ein bisschen dafür spricht, ist, also es ist halt, was diese Samurai-Kopfgelder so unglaublich interessant macht. Wir wissen ja, dass die Samurai-Kopfgelder entweder jetzt, also dass die alle aktualisiert werden müssen. Das heißt, auch Mihawk zum Beispiel hatte ein Kopfgeld, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, hatte ja schon ein Kopfgeld, aber wir werden wahrscheinlich nur sein aktualisiertes, also sein jetziges sehen, nachdem er den Samurai-Status verloren hat und nicht das vorherige. Aber wenn man die Kopfgeldaktualisierung begutachtet, ist es extrem wichtig zu wissen, ob diese Kopfgeldaktualisierung kommt, nachdem die von der Marine angegriffen wurden oder bevor oder während die noch angegriffen werden. Ja, weil wenn du von davor ausgehst, dann kannst du die Aktion gar nicht mehr mit berücksichtigen als Hintergrund. Bei Weevil hat er ganz klar gesagt, okay, dann darf ich die ja jetzt alle töten. So, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er alle Marinesoldaten, und das waren eine Menge, die bei ihm standen, einfach alle killt ausnahmslos, dann dürfte das sich natürlich auch nochmal positiv auf sein Kopfgeld widerspiegeln, dass er, ich sag mal, Leute, die im Dienste der Regierung arbeiten, alle tötet ausnahmslos. Also von daher, das ist halt ein entscheidender Faktor. Gehen wir mal davon aus, dass davor ist, ja klar, dann wird es natürlich nicht so überausarten aus den Taten heraus.
es war so, es wurde ja beschlossen, dass die Shichibukai abgeschafft wurden und direkt im Anschluss, man hat das quasi parallel, denke ich mal, veranlasst, dass einerseits die Shichibukai gejagt werden und natürlich die neuen Kopfgelder, ohne dass da jetzt irgendwie eine Entscheidung schon gefallen ist. Wobei man sagen muss, ist halt, also man kann ja trotzdem noch beides argumentieren, weil wo die das entschieden haben, haben die ja direkt darauf, direkt wurden die Samurai angegriffen. Also die haben ja direkt darauf Taten folgen lassen. Genau, genau. Während die Zeitung rausgeschickt wurde, sind ja auf einmal die Marineschiffe schon bei den Samurai gewesen. So. Deswegen, also die haben ja auf ihre Worte direkt Taten folgen lassen. Und es ist halt die Frage, wie schnell entscheidet jemand, wie hoch das Kopfgeld wird. Ob da einfach nur so ein paar Dudes sitzen, die so direkt nach einer Minute sagen, so wie wir es jetzt hier im Podcast tun. So, jo, 2 Milliarden passt, ab dafür. Oder ob die, ob die das wirklich irgendwie beraten oder sowas. Aber das ist natürlich, also das werden wir auch nicht zu Gesicht bekommen. Da wird jetzt kein Komitee uns präsentiert, was das entscheidet oder so. Deswegen, man könnte in beide Richtungen argumentieren. Abhängig davon ist es natürlich sehr, sehr spekulativ. Aber deswegen ist es ja interessant, darüber zu sprechen. Und deswegen ja auf jeden Fall auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, das war's zu Reveal. Wir gehen nun zum, ja, zu dem, wo viele wahrscheinlich drauf warten. Mihawk. Und ich bin mal nicht gemein und gebe dir direkt das Zepter. Ja, ja, ja. Mihawk ist halt ein sehr, sehr, sehr spezieller Charakter als derjenige, der der stärkste, beste, krasseste Schwertkämpfer der Welt aktuell gilt. Derjenige, der eine Rivalität mit Shanks hatte. Zu einer Zeit, wo Shanks aber noch kein Kaiser war. Das ist immer sehr wichtig nochmal zu betonen. Das bedeutet für mich, Mihawk ist nicht auf dem Level von Shanks, Leute. Gerade weil natürlich man immer als Argument hört, man hat den Ausgang des Kampfes nie erfahren oder man hat diese nie gehört, da man weiß nie, wer gewonnen hat, etc. Man sagt, okay, Shanks ist auch ein Schwertkämpfer, wenn Mihawk als der Stärkste gilt, ja, dann müsste er ja stärker sein. Da spielen, glaube ich, zu viele Faktoren. Ich glaube, Weiß und Schwarz ist da nicht so das Einzige. Da gibt es viele Punkte, die dazwischen noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ich denke, Mihawk, der wird ein bisschen unter Shanks sein. Und Shanks Kopfgeld ist ja bei 4 Milliarden irgendwas. Und deswegen schätze ich Mihawk bei allerhöchstens 3,5 Milliarden. So 3,2 bis 3,5 schätze ich Mihawk ein. Einfach weil er so krass stark ist. Ja. Von der Stärke her muss man ganz klar sagen, es ist natürlich nicht der einzige Punkt, woran man das Kopfgeld festmacht. Das ist natürlich auch diese Gefährlichkeit. Und Leute, nicht nur die Gefährlichkeit ist wichtig, auch die Stärke spielt da eine sehr große Rolle bei. Deswegen, stärketechnisch kann er definitiv 3,5 Milliarden haben. Denke ich, das ist völlig in Ordnung. Und wenn man jetzt von der Gefährlichkeit ausgeht, Mihawk, der macht ja jetzt im Großen und Ganzen nichts. Ja? Aber man muss natürlich berücksichtigen, und das wird die Weltregierung vermutlich auch getan haben, die haben Mihawk ziemlich an das Bein gepisst. Denn ich glaube, Mihawk hat so seine Zeit ziemlich genossen quasi. Ja, und mit dem Abschaffen der Samurai ist natürlich, Mihawk hat ja jetzt so ein bisschen auch seine Heimat verloren, ja, dieses Schloss, wo er da immer gelebt hat, beziehungsweise sich aufgehalten hat, ja, weil er jetzt gejagt hat. Und jetzt, wenn man natürlich jetzt die Frage nochmal mit reinspielt, ja, ist die Entscheidung des Kopfgelds jetzt vor dem Kampf mit der Marine oder danach? Weil bei Mihawk ist ja die Theorie so weit, dass man sagt, okay, da sollte eigentlich ein Admiral mit am Start sein. Und wenn Mihawk diesen Admiral besiegt, dann kann es vielleicht sogar noch höher gehen. Also, so Anfang 3 Milliarden bis 3,5 allerhöchstens, denke ich, schätze ich Mihawk ein. Was schätzt du? Also erstmal kann ich sagen, an der Stelle schon mal Copy-Paste von mir, habe ich genauso aufgeschrieben, also können wir, glaube ich, auch relativ kurz halten, auch aus denselben Gesichtspunkten, klar, man muss sagen, das Kopfgeld spiegelt nicht nur die Stärke wider, aber die Stärke macht halt einen fundamentalen Teil aus oder kann einen fundamentalen Teil ausmachen, aus dem Hintergrund, selbst wenn jemand die ganze Zeit nichts gegen die Weltregierung macht, aber so stark ist wie Mihawk oder Shanks, dann ist es ja alleine schon eine Gefahr, diese Person gegen sich aufzubringen. Das heißt, sie können natürlich nicht beeinflussen, dass Mihawk nicht von alleine und jetzt natürlich sowieso, weil er angegriffen wird, aber er kann sich ja, er ist halt ein Pirat, er kann ja trotzdem morgens aufwachen und sich denken, ah komm, greife ich doch mal an oder mache irgendwas. Und alleine der Fakt, dass er so stark ist, heißt ja, dass unendlich viele Ressourcen aufgewendet werden müssen, um dieser Stärke etwas entgegenzusetzen. Deswegen ist Stärke ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder kann ein wichtiger Punkt sein für die Kopfgeldhöhe. Ich habe auch genau 3 Milliarden bis 3,5 Milliarden aus denselben Gesichtspunkten. Orientierung ein bisschen an Shanks und halt dessen, dass er allen Samurai wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück überlegen ist. Auch hier wieder gerade die Situation, warum er in den 7 Samurai-Status gekommen ist und wie er darauf reagiert, sprechen wir auch nochmal in meinem Video rüber, was wir jetzt im Nachgang aufnehmen.
was auch so ein bisschen auf die Facette zu sprechen kommt. Aber wie gesagt, ich sehe es genauso. Aus denselben Gesichtspunkten 3 Milliarden bis maximal 3,5 Milliarden. Alles darunter fände ich ein bisschen doof gegenüber der Situation oder der Status, den Miok repräsentiert. Weil wenn man zum Beispiel guckt aufs Marineford, der hat 2 Schritte nach vorne gemacht und alle Samurai gucken ihn an und geben einen Kommentar ab und sagen, oh, er ist so krass, er ist so krass. Und selbst Bo Hancock, die ja immer Männer so ein bisschen verachtet, würdigt ihn in absoluter Weise. Auch alle Admirale sagen was dazu und sowas. Nur dadurch, dass er ein paar Schritte nach vorne gemacht hat und sein Schwert einmal kurz gezeigt hat. Deswegen, also für die Darstellung, die er hat, sollte er schon ein deutlich höheres Kopfgeld als die anderen Samurai haben, sprich Weevil und Bo Hancock, aber auch nicht höher als ein Kaiser oder auf demselben Niveau wie Shanks oder so. Das finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. Also ich denke, dieser Mittelwert, da fährt man eigentlich immer ganz gut mit. Und Leute, wenn es 2,8 sind, dann sind es 2,8. Also ne, da muss man natürlich jetzt nicht so, Also in der Größenordnung muss man sagen, wie sich am Anfang der Story noch so 200, 300 Millionen angefühlt haben, wie so ein riesiger Unterschied, das gibt's halt nicht mehr. Da wie jetzt, ihr müsst euch mal vorstellen, Blackbeard ist ein Kaiser, also ist im Kaiserstatus, hat die Finsternisfrucht, hat eine zweite Teufelsfrucht gegessen, wo die ganze Welt sich fragt, hä, wie macht er das? Und hat die Bebenfrucht von Whitebeard mit dem zweithöchsten Kopfgeld überhaupt von über 5 Milliarden und diese Teufelsfrucht hat er auch noch und hat die Marine in jeder Weise gedemütigt. Und der hat 2,2 Milliarden, während dann zum Beispiel ein Kaido mehr als das Doppelte hat. So, obwohl die, weißt du, in ein und denselben Status sind. Das heißt, diese Sprünge gehen inzwischen so, so schnell und es kann ganz, ganz, ganz leicht mal eine Abweichung von 200, 300, 400 Millionen oder halt auch mal eine Milliarde geben. Deswegen ist das nicht mehr so präzise zu deuten, wie es vielleicht nur vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren war. Okay, Leute, wir gehen direkt zum nächsten Charakter, Mihawk, sehr spannender Charakter. Und der nächste Charakter, der ist Marco. Und bei Marco muss ich sagen, bei Marco würde ich gerne abgeben. Ja, was sagst du zu Marco? Machen wir mal so. Also ich muss sagen, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Marcos Kopfgeld gleichzeitig mit Kings Kopfgeld revealed wird. Oh, eins, ja. Und beide, ich habe für beide 1,5 Milliarden glatt aufgeschrieben. Ich habe keine Differenz, also irgendwie 1 Milliarde bis 2 Milliarden oder so, ist natürlich auch möglich, ganz klar, das möchte ich hier in Frage stellen, aber für mich ist alleine der Fakt, dass man Kaidos Kopfgeld schon gezeigt hat, einfach und Kings Kopfgeld noch nicht, genauso Jacks Kopfgeld und Queens Kopfgeld ist uns bekannt, aber Kings Kopfgeld noch nicht, das macht mich schon so ein bisschen stutzig und dann klar, Marcos Kopfgeld kennen wir auch nicht und für mich ist es eine so wahrscheinliche Situation, dass Marco King gegenübersteht, Marco Phönixform, King nutzt seine Saurierform und schlussendlich wird von beiden gleichzeitig das Kopfgeld gezeigt, beide auf jeden Fall gleich, finde ich, also selbst wenn es jetzt 2 Milliarden sind oder irgendwie 1,8 Milliarden oder sowas, sind beide für mich auf jeden Fall gleich, ich tippe aber auf 1,5 Milliarden, einfach so ein bisschen hochgerechnet, wenn man jetzt schaut, die Big Mom Süßigkeiten-Kommandanten so ein bisschen unter 1 Milliarde, dann quasi so ein bisschen unter 1 Milliarde und mit Katakuri so ein kleines bisschen über 1 Milliarde. Und wenn man jetzt schaut, natürlich muss der nächste Akt eine kleine Steigerung beinhalten, ist ja auch in Ordnung. Das heißt, Jack als niedrigste Katastrophe, was ja das Pendant zu den Süßigkeitenkommandanten ist, hat 1 Milliarde glatt. Dann 1,32 Milliarden von Queen und Queen und King sprechen immer auf einer relativ gleichen Ebene. Für mich muss aber King über Queen sein und er darf jetzt nicht zu sehr ausarten. Also es wäre komisch, wenn Jack 1 Milliarde hat, Queen 1,3 Milliarden und dann King irgendwie 2,5 Milliarden oder sowas und stellt beide zusammen, zusammengerechnet in den Schatten. Und deswegen so ein kleines Plus nochmal von 180 Millionen und er ist auf 1,5 Milliarden mit Marco zusammen. That's my point. Da mache ich doch glatt mal den Copy and Paste Reverse. Das ist ja eigentlich auch fast genau dasselbe. Außer, dass ich jetzt nicht 1,5, ich habe 1,7 oder 1,8. Das ist ja egal. Also die paar 100 Millionen da in diesem Bereich, das ist ja Haarspalterei. Aber so im Gleichen denke ich, kann man das gut revealen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Oda diese Chance nutzen wird. Ja, wir klappern direkt erstmal beide Charakter ab, King und Marco in einem. Ich denke, ja, 1,5 bis 1,8, es ist in sich schlüssig, es macht Sinn, gerade mit dem Kommandantenstatus, gerade auch Marco, gut, wo ich ganz klar sagen muss, dass ich glaube, die werden nicht exakt gleich sein, ne, sondern Marco vielleicht sogar ein bisschen drunter, das könnte daran liegen, dass Marco jetzt zum Beispiel keiner ist, wie King, der jetzt durch Brutalität irgendwie ausstrahlt oder sowas, ja, die Brutalität natürlich bei King ein bisschen krasser ausgeprägt sein dürfte, gerade auch jetzt mit der Info, dass halt,
jetzt Kaido und Big Mom eine Allianz gründen. Vielleicht hat das auch nochmal eine Auswirkung auf die Kopfgelder der ganzen Crews. Das muss man auf jeden Fall mal abwarten. Aber ich denke, die Kopfgelder, die kann man sehr gut in einem Kampf, gerade weil diese zwei Teufelsrüchte sich in einer gewissen Art und Weise ähneln, ja, dass man da natürlich sagen kann, hey, machen wir doch mal ein geiles Double-Panel quasi, ein riesiges, ne, auf einer riesigen, auf dieser Seite ganz riesig ich und zeigen beide mir. Kopfgelder. Ich sehe es vor mir. Das wäre schon unglaublich heftig, das sähe auch richtig cool aus und es wäre halt eine ganz coole Möglichkeit, das Kopfgeld zu revealen, deswegen, ja. 1,5 bis 1,8, denke ich, ist hier auf jeden Fall drin. Ich schätze zum Beispiel Marco jetzt nicht so hoch 3, irgendwas ein, weil einfach auch es an der Stärke fehlt. Da ist, es fehlt klar und das verstehen manche Leute nicht. Ja, Marco, der kann zwar viel tanken, er kann sich immer wieder heilen, aber wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, dann bringt dir das auch nichts am Ende des Tages. Das ist halt immer die große Prämisse hier. Bei Marco, das ist das große Problem. Also auf Marineford hat Marco auch nicht wirklich krass geglänzt, klar. Er hatte so seine 1, 2, 3 Momente gegen die Admirale, aber wirklich viel ausrichten konnte er auch nicht. Ja, das ist auch eine sehr wichtige Sache. Deswegen wird Marco nicht irgendwie an den 3 Milliarden kratzen oder sowas. Das kann ich mir aber am besten Willen nicht vorstellen. Gerade jetzt mit dem Kampf gegen King. Wir haben das Kopfgeld von Queen. Das gleicht sich natürlich so ein bisschen aus, ja, von den Kommandanten her, die Reihenfolge, die wir auch bisher bei Big Mom hatten, wie du eben schon gesagt hattest. Deswegen King circa höchstens 1,8, Marco auch 1,8. Ich denke, damit fahren wir eigentlich ganz gut. So, kommen wir dann zum nächsten Charakter und somit auch vorerst zum letzten Vize eines Kaisers, ja, nicht zum letzten Charakter, da sind natürlich noch einige, reden wir über Ben Beckman. Und ich persönlich muss sagen, Ben Beckman ist vermutlich der Vize, der aktuell jetzt, natürlich abgesehen jetzt von Roger oder wie auch immer, die alten Cruiser von der aktuellen Generation, von den Aktiven noch, dass Ben Beckman so mit dem höchsten Vize-Kopfgeld aktuell ist, ja, gerade weil man ja sagt, oder es wurde bestätigt, dass die Crew von Shanks auch kopfgeldtechnisch, stärketechnisch die ausgeglichenste Crew ist. Deswegen habe ich bei Ben Beckman jetzt erstmal 3,3 Milliarden. Man sagt, er ist der intelligenteste, soweit ich weiß, was jetzt Strategie und so weiter angeht. Vegapunk war ja der wissenschaftlich am weitesten ist. Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Leute. Aber ich denke so 3,3, vielleicht 3,5 müssen wir aber ich denke so 3,3, vielleicht ein bisschen unter Mihawk. Das wäre eigentlich noch ganz fair. Aber so die 3 dürfte auf jeden Fall vorne stehen haben. Was schätzt du? Ja, ich muss sagen, ich habe 2,5 bis 3 Milliarden, aber wie gesagt, auch hier wieder diese Sprünge von so ein paar hundert Millionen sind halt schwierig zu deuten. Für mich ist Ben Beckman auf jeden Fall auch über allen anderen Kaiserkommandanten, einfach aus dem Hintergrund, dass er ein direkter Vizekapitän ist, was ja nochmal was anderes ist, wie zum Beispiel Süßigkeitenkommandanten oder Katastrophen. Und zum anderen, weil es natürlich nur logisch ist in einem, ich sag mal, schonen Werk, wo so von Arc zu Arc man immer zu neuen Charaktern kommt, dass natürlich klar ist, wie jetzt zum Beispiel eben das Beispiel auch die Süßigkeitenkommandanten nochmal ein kleines Stückchen unter den Katastrophen, damit natürlich auch so ein bisschen die dargestellte Bedrohung auch immer so ein bisschen anwächst. Natürlich ist beim Beckmann jetzt für die Strohhüte keine Bedrohung, aber so, dass die Präsentation ist ja dann ein gewisser oder ist ein wichtiger Faktor. Und für mich ist deswegen auch klar, dass Ben Beckman als Vizekapitän nochmal ein höheres Standing hat als so einzelne Katastrophen oder sowas. Ich habe jetzt 2,5 bis 3 Milliarden genommen. Bei den Shanks-Piraten konzentriert es sich ja auch so ein bisschen wie bei den Strohhüten, dass man eher eine zentrierte Crew hat und nicht irgendwie hunderte Söhne oder bei Kaido halt, halt zig Leute mit Teufelsfrüchten etc. Deswegen Ben Beckman 2,5 Milliarden bis 3 Milliarden, kann auch ein bisschen noch darüber sein, aber ich würde auf jeden Fall nicht unter 2 Milliarden schätzen. Also ich glaube nicht, dass der irgendwie mit King oder so auf einer Stufe steht, sondern ich glaube, der ist nochmal auf, also mindestens eine 2 vorne sehe ich. Ja, okay. Also das ist so. Also Ben Beckman, ich denke, das ist so. Ich glaube, da stimmen uns, glaube ich, auch sehr viele zu. Also Ben Beckman ist, glaube ich, so ein Safe-Player, was das angeht. Deswegen gehen wir zum nächsten Charakter und das ist Shiryu. Und bei Shiryu, da sind immer, ja, also da gibt es immer so zwei Camps. Die einen sind pro, die anderen sind contra, was zum Beispiel auch Stärke etc. angeht, ja. Pro, er tötet Mihawk, ja, und Zorro wird ihn dann rächen und dann der beste Schwertkämpfer und Contra. Ich bin ja einer, ich halte nicht allzu viel von Shiryu, der hat seine Stärke, klar, aber ich sehe den auf gar keinen Fall irgendwie annähernd auf dem Level von Mihawk oder sowas. Vielleicht kommt er da irgendwann noch vielleicht hin, ja, im Laufe der Zeit, aber das ist natürlich die Frage, wie will er das jetzt erst einmal schaffen? Also da muss er auch noch mal stärkere Leute erledigen, ja, da braucht er natürlich auch so seine Trainingseinheiten. Ich denke, bei Shiryu
kann ich persönlich mit höchstens 1,3 Milliarden leben, gerade weil er natürlich diese interessante Vergangenheit mit Impeldown hat. Ich denke, die Weltregierung weiß, was Shiryu drauf hat. Er wird sich natürlich jetzt bei den Blackbeard-Piraten relativ gut eingelebt haben. Und wenn man das Ganze einfach vom logischen Aspekt her betrachtet, Blackbeard hat 2, paar Gequetschte. Er wird nicht über Blackbeard sein, auf gar keinen Fall. Deswegen definitiv da drunter. Und ich denke, so 1,3, denke ich mal, ist für Shiryu ganz in Ordnung. Ja, also 1,3 bis was hast du gesagt? Das habe ich gerade nicht gehört. 1 bis 1,3. Ach, 1 bis 1,3. Oh, puh. Also ich habe 1,6 aufgeschrieben. Aber ja, Shiryu muss man sagen, also man hat bei Shiryu schon ein bisschen was gesehen. Er konnte Gecko Moria relativ leicht überlisten, sag ich mal, und hat da seine Präsenz gezeigt. Auch die Gefahr für die Weltregierung ist auf jeden Fall gegeben. Ich meine, er hat ja auch einen gewissen Bezug zur Weltregierung etc. Deswegen kann man da schon, ich sag mal, relativ schnell in den Milliardenbereich driften. Ich würde aber auch bei ihm nicht in Richtung 3 Milliarden auf gar keinen Fall. 2,5 Milliarden wäre auch zu viel. Maximal 2 Milliarden glatt. Aber selbst das fände ich hochgepokert. Ich würde so Richtung ja, 1,6, 1,7, vielleicht auch 1,5 Milliarden, irgendwie so in dem Bereich, hätte ich ihn jetzt eingeschätzt. Ich habe mal so bei diesen 1,5 Milliarden, da habe ich diesen unglaublich heftigen inneren Konflikt mit mir selber. Ja, ich weiß, was du meinst. Wegen Ruffy und was er leisten musste dafür. Er hat so viel dafür geleistet und deswegen bin ich immer einer, ich finde es so schwierig. Das Problem ist ja auch bei ihm, also nicht nur das, was Ruffy wirklich geleistet hat, sondern auch noch die Außenwirkung, wie es dargestellt wurde und wie die Weltregierung überhaupt davon erfahren hat. Ruffys Plan, Ruffy hat Big Mom besiegt, also so indirekt besiegt, hat bla 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 Kommandanten geschlagen und sowas. Und natürlich steckt auch ein bisschen Wahrheit mit drin, aber da wurde natürlich das so verpackt, als ob Ruffy auch den Plan alleine gemacht hat, und wo natürlich Capone dann mit keinem Wort mehr mit erwähnt wurde und so. Und Ruffy ist da so, so gut weggekommen bei dieser Monsterleistung, die er auch noch abgeliefert hat gegenüber eines Kaisers. Und dann 1,5 Milliarden. Wobei man halt sagen muss, dass das ist auch voll gerechtfertigt. Halt, also erstmal ist es gerechtfertigt, er hat sein Kopfgeld verdreifacht. Also, ja, wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Ich störe mich da auch mal so ein bisschen dran. Aber bei Shiryu kompensiert das so ein bisschen zum einen mit Wissen, was er vielleicht hat über die Weltregierung oder auch über das Impel-Down-Gefängnis, vielleicht noch ein Schlupfloch, um da irgendwie was möglich zu machen oder sowas. Rauszukommen oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau, sowas, was vielleicht noch relevant sein könnte, was er kennt und was die Weltregierung irgendwie ein bisschen das Ganze überdenken lässt. Und zweitens auch ist natürlich bei ihm diese anerkannte Brutalität, von der die Weltregierung ja auch weiß, weil das wurde ihm ja da zum Verhängnis, dass er absolut brutal war. Der killt da alle und schlitzt die alle auf und tötet die ausnahmslos, was ja auch nochmal so ein Faktor ist, wo man sagt, okay, die Person kriegt ein etwas höheres Kopfgeld als jemand wie Ruffy zum Beispiel, der seine Gegner oftmals lediglich besiegt und K.O. schlägt. Also es ist schwierig, immer gewisse Sachen so irgendwo diese Zusammenhänge zu suchen, weil One Piece halt wirklich so komplex ist, und Shiryu hat halt diese gewissen Möglichkeiten der Geheimnisse, die halt Ruffy jetzt zum Beispiel nicht hat, ja, jetzt gerade auch bezüglich der Weltregierung, da wird Shiryu vermutlich als ehemaliger Gefängnisdirektor irgendwas wissen, er wird Sachen wissen, er wird sehr viele Insider-Informationen haben, was natürlich das Kopfgeld natürlich nochmal in die Höhe schießen lässt, ist natürlich ganz klar. Aber man muss immer, auch an die Zuschauer, man muss immer gucken, wo kann man Verhältnisse setzen. Es ist sehr komplex, also es ist wirklich sehr komplex. Ja, also wie gesagt, es ist halt schwierig, Shiryu zum Beispiel 2 Milliarden zu geben, wenn Blackbeard 2,2 Milliarden hat. Zum Beispiel, Weil du hast so einen Blackbeard, der hat die Marine vorgeführt, der hat schon gegen Marinesoldaten auch nochmal richtig gekämpft und sowas. Der hat 2 übelst heftige Früchte, von denen die Weltregierung auch ganz genau weiß. Eigentlich sogar noch zu niedrig für seine Verhältnisse. Ja, und die klar. Und die wissen natürlich auch, dass er irgendwas weiß, was nicht mal die 5 Weisen wissen. So. Ja. Also wie man mit den 2 Teufelsfrüchten und sowas verfährt. Deswegen, es ist halt komisch, dass dann Shiryu, es hört sich jetzt sehr fies an, aber so ein dahergelaufenes Crewmember, Mitglied von Blackbeard, dass der dann auf einmal nur so einen kleinen Zacken daneben sein soll, weißt du? Das wäre too much. Deswegen eigentlich so,
ja, 1 bis 1,5 Milliarden, 1,6 Milliarden maximal. Also man darf es halt auch nicht übertreiben, ne? Weil, wie gesagt, im Verhältnis zum Captain ist es halt, ist nur eine riesige Brücke, die Shiryu überwinden müsste. Ja. So, das war's mit Shiryu. Dann gehen wir zum nächsten Charakter. Und das ist, und hier ist natürlich ein dicker Disclaimer, Kuzan, wenn er überhaupt eins hat, ja, also wirklich, wenn er überhaupt eins hat, es ist natürlich die Frage, was ist Kuzans Aufgabe? Es gibt viele Theorien, Kuzan ist eine Sword-Einheit, Kuzan ist noch immer für die Marine aktiv, aber undercover, ja, also was macht Kuzan jetzt wirklich, welchen Standpunkt hat er jetzt, ja, ist er wirklich von der Marine weg, ja, und nimmt die Weltregierung das jetzt auch so wahr, denn vom Potenzial her, ja, hat Kuzan natürlich Unglaubliches, was er da zeigen kann, was er abliefern kann, gerade auch stärketechnisch. Er hat mit Akainu 10 Tage lang gekämpft, was schon eine dicke Hausnummer ist. Also das war kein einfacher Sieg für Akainu, das ist, denke ich mal, ganz klar. Und ja, wenn man sagen müsste, was hat der für ein Potenzial, was Kopfgeld angeht? Also der könnte auch an den 3 Milliarden kratzen. Der wäre so in der Liga wie Mihawk oder Rayleigh. Das kann ich mir sehr gut für Kuzan vorstellen. Ob er die jetzt hat, wage ich zu bezweifeln, weil ich denke, die Weltregierung weiß ganz genau, dass Kuzan jetzt nicht wirklich großartig als Pirat auftreten wird, auch wenn er jetzt mit Blackbeard was machen wird. Ich denke, die Weltregierung weiß immer noch, dass Kuzan oder in Kuzan selber die Gerechtigkeit ist, dass Kuzan nie zum Nachteil der Bevölkerung oder so agiert. Ja. Vielleicht, wenn er eins kriegt, vielleicht 2 Milliarden oder sowas, aber auch nicht niedriger. Es ist sehr schwierig bei Kuzan. Es kommt sehr stark darauf an, wie die Weltregierung ihn einschätzt. Ja. Stufen sie ihn als absoluten Feind ein, weil Kuzan vielleicht sogar auch gesagt hat oder geäußert hat, dass er jetzt gegen die Weltregierung vorgeht, dann wird das natürlich explodieren, ist natürlich klar. Aber bei Kuzan ist es, glaube ich, bei Kuzan mit am schwierigsten zu entscheiden oder zu schätzen, wo positioniert man ihn. Also klar, Kuzan, wenn er ein Kopfgeld kriegt, also das Letzte, was wir so gehört haben, war halt, wie gesagt, Akainu, wie er mit den 5 Weisen geredet hat. Er hat gesagt, Kuzan ist nicht mehr ihr Business so, also er braucht sie nicht mehr interessieren. Und es ist natürlich genau die Perspektive, wir haben es ja auch gesehen, er hat Smoker beschützt und sowas. Er hat natürlich noch diesen Gerechtigkeitssinn, unabhängig davon, ob er bei den Blackbeard-Piraten ist, die diesen Gerechtigkeitssinn natürlich nicht haben. Aber ich denke, jedem sollte klar sein, dass der jetzt nicht in eine Kleinstadt geht und unschuldige Kinder verheißt, so ungefähr wie er es damals mit Sauron gemacht hat und da wild Leute tötet. Sowas wird nicht passieren. Deswegen, wenn er ein Kopfgeld bekommt, dann ist das natürlich auch ein bisschen seiner Stärke geschuldet, die er ausüben könnte, klar. Aber natürlich auch zum großen Teil dem Wissen, was er hat und was er mitbringt und was er vielleicht halt ausplaudern könnte gegenüber anderen Parteien, um denen einen Vorteil zu verschaffen. Aber wie gesagt, Kuzan wird sich sehr bedeckt halten in dem, was er sagt. Also sagen wir mal als Beispiel, Kuzan wüsste, wie Blackbeard relativ vorteilhaft Barry Jaw angreifen kann, was jetzt natürlich total an den Haaren herbeigezogen ist, aber nur theoretisch. Glaube ich, trotzdem würde Kuzan es Blackbeard nicht erzählen, weil er weiß, dass damit natürlich ein enormer Trouble verbunden ist, was natürlich auch wieder enorm viele Opfer mit sich bringt, etc. Also, ich glaube halt, wie gesagt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er entweder komplett kopfgeldlos da rausgeht. Wenn er eins hat, dann würde ich aber auch sagen, jenseits der 2 Milliarden könnte Richtung 3 Milliarden gehen, ähnlich wie du gesagt hast. Auf jeden Fall. Weil doch, es gibt ja die Möglichkeit, einerseits, er hat natürlich unglaublich viel Wissen, ne? Das ist etwas, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, klar. Insider-Wissen, gerade als Admiral natürlich. Und natürlich auch das Potenzial, ja, bevor mich da Leute aufhängen, deswegen. Ja, natürlich die Revolutionsarmee, ja, dass er da mit denen zusammenarbeitet, ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wie man es dreht oder wendet, ja, ob er jetzt mit Blackbeard oder Revo zusammenarbeitet, ich denke, das nimmt sich beides irgendwie nichts, ja, vom Potenzial her, wohin das Kopfgeld gehen kann. Also, ich denke, bis 3 Milliarden kann man, oder da kann man Kuzan eigentlich gut, oder dort reinstecken. Weil es geht halt einfach darum, dass die Weltregierung irgendwann wirklich an einem Punkt erreicht oder dort ist, wo die sagt, alles klar, nochmal ein bisschen mehr Wasser und es kippt alles um, ja, oder beziehungsweise schwemmt alles über. Und dann ist mit der Weltregierung vorbei. Das heißt, sie müssen da jetzt natürlich viel, viel, viel mehr oder viel krasser und viel aktiver arbeiten. Umso mehr kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die Kuzan aktiv jagen, verfolgen, beziehungsweise auch spionieren. Dass man da natürlich immer gucken muss, wo sind die gerade mit Kuzan dran. Aber ich denke,
Es reicht halt wirklich ein Punkt, wo sie sagen können, okay, Kusan ist unser Feind, weil es reicht dann wirklich nur ein kleiner Punkt, wo sie sagen, yo, er ist gegen uns, ja, und das, was das bedeutet, könnt ihr sich ja nur im Entferntesten ausmalen, ja, weil sie wissen, was er alles weiß, und das ist, glaube ich, somit das Gefährlichste, was Kusan ausmacht, ja, und hier ist natürlich die große Frage, Leute, Kusan ist mit am schwierigsten, ja, das betone ich hier nochmal einzuschätzen, umso mehr sind wir natürlich über eure Meinung gespannt. Schreibt uns natürlich eure Meinung auch zu Kusan gerne in die Kommentare, vielleicht mit euren Argumenten, ja, wie ihr das so einschätzt, weil es ja gerade so schwierig ist und weil es so viele Richtungen gibt. Wir gehen aber jetzt zum nächsten Charakter und das ist der gute alte Roxy Sebek, ja, und Roxy Sebek, das war ja der, ich sag mal, der Gegner damals für Roger schlechthin. Sebek ist allerdings schon ein bisschen länger tot, ja, der God Valley-Vorfall ungefähr, ich glaube, 40 Jahre waren das. Dort hat Sebek seinen Tod gefunden, laut offiziellem Statement, ja. Man weiß natürlich nie, was Oda da noch plant, aber ich denke, Sebek wird, und wir hatten es ja ganz am Anfang von dem Podcast, hatten wir die Info, dass kein Pirat Roger und Whitebeard übertroffen haben. Er wird so um die 3 Milliarden bis 3,5 sein, weil ich persönlich glaube, einerseits vor so langer Zeit gab es noch gar nicht diese große Piratenära, das heißt, dieser große Aufwand oder diese große Kopfgelderzahl, die waren da noch gar nicht so präsent, wie sie heute zum Beispiel sind. Ich denke, damals war es noch eine etwas andere Zeit, deswegen, wir haben ja indirekt die Bestätigung, er hat kein Kopfgeld über 5 Milliarden gehabt. Ich schätze so 3,5, was sagst du? 3,5, ich muss sagen, ich habe 4,7 bis 4,8 hingeschrieben. Okay. Weil, klar, damals war es eine andere Zeit, es gab nicht so viele Piraten, die präsent sind, aber die Gefahr, die sie für die Weltordnung darstellen, ist ja trotzdem gegeben, egal ob es viele oder wenige gibt. Man könnte natürlich der zeitlichen Linie her sagen, dass er trotzdem damals das höchste Kopfgeld hatte und demnach ja trotzdem so der Most Wanted Man war, der am meisten gejagt wurde auf der Welt. Wenn damals 3 Milliarden das höchste Kopfgeld war, dann dürften ihn ungefähr genauso viele Leute gejagt haben oder zumindest wollten seinen Tod, wie wenn er 4 Milliarden hätte oder 5 Milliarden, sagen wir jetzt mal, weißt du? Ja. Also das dürfte ja dann keinen Unterschied mehr machen. Ja, sag erst. Ich meine, wenn er, nehmen wir mal an, er hätte God Valley überlebt, dann wäre es natürlich, weil er ja, hätte, das wäre unglaublich krass, ne? Also. Ja, ja, klar, dann wäre aber auch, also sobald das auffällt, da ist, glaube ich, auch sowieso Schicht im Schacht. Wie gesagt, aus der Perspektive könnte man alles argumentieren und alles wäre fair vermittelbar und man könnte damit auf jeden Fall in Einklang leben, sag ich mal. Ich habe aber 4,7, 4,8 aufgeschrieben, weil ich trotzdem noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so innerlich daran glaube, okay, der steht immer noch über seinen damaligen Crewmembern, zumindest Kaido und Big Mom, und Whitebeard ist so derjenige, der ihn übertroffen hat, weißt du, der so aus der Crew herausgestochen ist, weil alle Kaiser haben Whitebeard immer respektiert, ihn auch als absolut ebenbürtig angesehen oder ihn zumindest für das respektiert, was er ist und seine Stärke in jederlei Hinsicht gewürdigt, und er wurde auch oftmals als stärkster Kaiser betitelt, beziehungsweise nicht als stärkster Kaiser, aber so als stärkste Person und als größte Gefahr. Und auch Big Mom hat gesagt, sogar den alten Whitebeard und sowas. Und deswegen glaube ich schon, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch so einen kleinen Tucken über seinen damaligen Crewmember Big Mom und Kaido liegt. Aber vielleicht, und Whitebeard halt, wie gesagt, derjenige war, der ihn übertroffen hat mit 5 Milliarden, hätte ich jetzt gedacht, so 4,7, 4,8 Milliarden. Ich könnte es aber auch komplett verstehen, wenn man sagt, 3 Milliarden, go for it, er war damals aber trotzdem der meistgesuchte Mann. Es würde das gleiche Resultat mit sich bringen, also es würde in der Welthierarchie für das gleiche Ergebnis sorgen. Ja, ja, also da gehe ich auch absolut d'accord mit. Was ich nochmal einwerfen wollte, was vielleicht nochmal sehr interessant sein dürfte, wir hatten ja Roger, dieser Vorfall war ja vor knapp ungefähr 40 Jahren, ich weiß nicht mehr, 39 meine ich, glaube ich, und Roger war ja vor 25 Jahren, wann wurde der hingerichtet? Ich glaube, vor 24 Jahren war die Hinrichtung, und wenn man jetzt 24 Jahre nimmt, nochmal 16 Jahre zurück, ja, das ist ja der, wenn man sagt, okay, wenn man da nochmal 16 Jahre zurückgeht, und da hatte Roger ja diese 5,5 an seinem Tod quasi, da nochmal 16 Jahre zurück. Boah, das ist schon schwierig. Deswegen denke ich, wird diese Differenz, ja, dieser Kopfgelder, die man jetzt zum Beispiel zur letzten Generation, die zur heutigen Generation, ich denke, die ist da, denke ich mal, deutlich zu spüren. Aber Sebek ist auch ein sehr schwieriger Charakter einzuschätzen, Leute.
nagelt uns da nicht an irgendwas fest. Ja, eure Meinung zu Zabek natürlich in die Kommentare. Und wir haben alle drauf gewartet. Oh, der Podcast geht schon echt lange. Wir labern, glaube ich, immer ein bisschen zu viel. Wir gehen zu Dragon. Ja, und wir hatten ja die Info, dass Roger und Whitebeard die zwei Piraten, ja, ich sag's nochmal, Piraten unterstrichen, ja, Piraten waren, die nie kopfgeldmäßig übertroffen werden. Das geht natürlich nicht für Dragon, weil Dragon, der ist ja kein Pirat. Und ich denke, das hat Oda mit voller Absicht so gemacht. Wir wissen von Dragon, er ist der Most Wanted, der, oder der Worst Criminal. So war die offizielle Übersetzung. Was für mich persönlich bedeutet, Worst Criminal, schlimmster Verbrecher. Das würde im Umkehrschluss eigentlich bedeuten, höchstes Kopfgeld. Und da ist ab 5,5 Milliarden, ist da wirklich alles offen. Ne? Es wäre geil, wenn es 10 Milliarden wäre. Ja, wäre schon ziemlich heftig, weil Dragon ja wirklich ziemlich aktiv gerade und auch erfolgreich gegen die Weltregierung vorgeht, ja, so haben wir es ja gesagt bekommen, auch wenn es aktuell nach einem kleinen Rückschlag, ich sag mal, wirkt oder scheint, ja. Ob er jetzt 10 Milliarden hat, das wäre, glaube ich, einfach nur ein Wunschdenken, ein Traum, es sähe, glaube ich, einfach cool aus, ja, wäre halt einfach so ein bisschen fürs Fandom, glaube ich, aber ja, wenn es 6 Milliarden sind, dann sind es 6 Milliarden, ja. Also da bin ich komplett offen. Was hast du so bei Dragon für Einschätzung? Also, ja, für mich ist natürlich klar, Dragons Kopfgeld muss über dem von Kaido liegen, weil er ist aktuell zumindest der Most Wanted Man und Pirat hin oder her, so Most Wanted Man oder Worst Criminal. Letztendlich sind alle Piraten oder halt auch Revolutionäre etc. Kriminelle. Demnach muss er über 4,611 Milliarden liegen, was Kaido da hat. Das schon mal definitiv. Ich würde auch sagen, er, also ich habe gesagt, für, ich habe einfach, also bei mir steht 5 Millionen aufwärts. 5 Milliarden meinst du? 5 Milliarden. 5 Milliarden das aufwärts. Das ist ja auch also aufgegangen. Ja, 5 Millionen, ja moin. 5 Milliarden aufwärts habe ich einfach geschrieben. Also wie gesagt, darüber ist für mich alles vertretbar. Ob der jetzt 5 Milliarden steht oder 6 Milliarden steht oder 5,8 Milliarden, er ist halt aktuell der mit dem höchsten Kopfgeld und demnach über Kaido. Also von daher. Ja, also der mit dem höchsten aktuell Lebenden oder der Lebende, ja. Wie auch immer, ihr wisst alle, was wir meinen, ne? Also ich glaube halt nicht, dass man sagt, so ja, er ist der schlimmste Kriminelle mit dem höchsten Kopfgeld aktuell. Kaido hat 4,6111 Milliarden oder sowas und dann wird nicht Dragon daherkommen mit 4,7 oder so und so ganz knapp drüber sein. Das glaube ich halt auch nicht, deswegen halt. Der wird sein eigenes Standing haben, ganz klar. Ja, der wird seine eigene Stufe haben, halt, auf der er steht, dass er ganz klar auf diesen Treppchen der höchsten Kopfgelder den dritten Platz insgesamt mindestens belegt, aber den ersten Platz in der aktuellen Zeit, deswegen 5 Milliarden aufwärts und fertig. Ich hoffe, er ist auch über Roger, das ist so mein Bier. Und jetzt, Leute, jetzt gebe ich den Zepter an euch. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Gerne eure Einschätzungen natürlich in die Kommentare und zeitgleich, Leute, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice von euch, falls euch das Ganze gefallen hat. Und, Leute, zusätzlich beim guten Myrolox ist auch ein Podcast online gegangen. Und wie viel Uhr, weiß ich, schauen wir mal, verlinke ich auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Ja, da sind wir, glaube ich, sehr flexibel. Schauen wir mal. Jedenfalls wäre ein Abo nice, falls ihr das auch noch nicht getan habt. Checkt natürlich den Kanal von Myrolox aus, natürlich und alles verlinkt, Leute. Und dann war es das jetzt mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du am Start warst. Gerne. Rechnung kommt per Post, kennst du ja. Ja, wie immer, Leute. Ja, ich muss hier ausbluten. Nicht umsonst hier. Ja. Ich meine, wir haben fast eine Stunde. Da kann ich einen ganz normalen Stundenlohn ansetzen. Gar kein Thema. 8,50 €. Mehr gibt's hier nicht. Mindestlohn ist da. Alles klar, Leute. Macht's gut. Haut rein. Noch einen schönen Sonntag. Ciao und tschüss.